So, Leute, was geht ab? Wenn ihr mein Opening von eben gesehen habt, habt ihr gesehen, dass ich wie die letzten paar Mal wieder enttäuscht wurde. Ich habe allerdings genug Crystals, um ein Crystals. Ich habe genug Shards, um einen 4-Sterne-Kristall aufzumachen. Den machen wir jetzt auf. Und vielleicht kriegen wir den Hyperion. Das wäre Bombe, den Hyperion zu kriegen. Oder Cable. Einfach irgendwas Cooles, was ich noch nicht habe. Dr. Voodoo würde ich mich auch mit zufrieden geben. Oder wir kriegen Abomination. Keine Ahnung, ob ich den auf 60 habe oder 99. Und 60. 80, wuhu. Ja, das war's dann mit diesem 4-Sterne-Opening. Schauen ihn uns kurz noch an. Abomination könnte man mit einem kleinen Update deutlich stärker machen, aber das würde ihn dann als Gegner in Akku zu schwer machen. Ist einfach eine 14%ige Chance, wenn der Gegner ihn berührt, dass er vergiftet wird. Und zwar kriegt dann 461,9 Giftschaden über 12 Sekunden. Da ist auch genau der Hund begraben. Das Ding ist einfach, 461 ist nicht viel. Und über 12 Sekunden ist ewig viel Zeit. Wenn ihr Willpower habt, dann haltet ihr das locker weg. Das ist auch so sein Problem. Deswegen ist er einfach nur stark in Allianz-Quest, wo halt als brutal geboosteter Gegner dasteht. Und ja, sonst macht er halt auch, wenn er blutet, hat es halt eine 95%ige Chance, den Gegner auch wieder zu vergiften, auch mit einem recht geringen Wert über 10 Sekunden. Und dann hat er bei sämtlichen Angriffen 12% Chance auf einen Wutanfall, der ihm halt Angriff ein bisschen plus bringt. Und verbessertes Immunsystem verleiht ihm vollständige Immunität gegen Gifte der Arena. Somit ist er ein Charakter, der relativ wenig kann und gar nichts gut. Also. Lohnt sich wirklich nicht. Es gibt vielleicht ein, zwei Spots im Allianzkrieg, wo man ihn benutzen kann. Zum Beispiel da, wo man eine Deregeneration der Leben kriegt, wo permanent anhält. Je weniger Leben der eigene Charakter hat, desto mehr Leben verliert man. Das ist, glaube ich, Spot 9 oder 8 müsste das sein, auf der linken Seite, ganz links. Und da kann man ihn draufstellen, aber auch da gibt es bessere Optionen. Das war's hierzu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch mehr Glück als mir und haut rein.